Buongiorno, meine kleinen Macaronis, zu einem neuen Part von One Piece Pirate Warriors 2. Kapitel 1, Episode 4. Die stärksten Piraten erwarten uns. Und wir stürzen uns direkt ins Getümmel und setzen die Segel. Uns werden wieder Smoker und Nami empfohlen. Ich sehe gerade. Habe ich die nicht letztes Mal noch alle hier mit Berry-Wachstum gesteigert? Ich meine, ja, ne? Ich hätte wahrscheinlich nicht einfach die Konsole ausmachen sollen, sondern... Hehe. Okay, mein Fehler, ich mach das nochmal schnell alles fertig. Ja, ich find's auch ganz super. Weil wir wollen ja, dass es hier alles vernünftig läuft. Ach, ist das lustig. Jetzt nur keinen falschen Knopf drücken, weil sonst muss ich mich wieder aufregen. Das möchte ich nicht. Habe ich die wirklich aufgewertet? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall kostet uns das eine Menge Kohle. Wir sind wieder ganz arme Piraten. Aber das Gute ist ja, ich kann ja einfach offscreen ein bisschen zocken. Und dann habe ich wieder ganz, ganz viel Geld. Schuh. Wir haben letztes Mal mit Smoker noch einmal Moria verprügelt. Nami haben wir auch schon. Ich würde gerne auch mal die anderen, Frankie und so weiter, nutzen. Aber ich würde mal vermuten, die kommen im Laufe des Spiels, also im Laufe der Hauptstory noch mal als Empfehlung vor. Deswegen mich jetzt noch einmal Nami. Ja. Und wenn ich kann, nehme ich Smoker als Charakter. この世界の君臨する白髭海賊団は大将の海賊団を傘下に抱え、この世界の勢力バランスを支える仲間2人を取り戻したルフィは義兄エースの勧めに従い、白髭エドワードニューゲートとの初対面を果たすが。 Aber ihr seid beide tot. Ozo, sono mugiwara boushi. Akagami ga mukashi kabutte ta yatsu ni yoku niteru na. Das ist ja auch genau dieser Strohhut. Und du bist eigentlich tot. Du bist voll cool, aber du müsstest tot sein. Warum bist du nicht tot? Ozan, Shanks shitten no ka? Kore azukatten da. Shanks kara. Are ga ace no ototo ka? Dodo to shita mon da yo. Ach, hätte Raffi doch mal sein 2 Jahre Training vor dem Kampf gehabt, vor dem Krieg in Marineford. Das würde gerade, ich glaube, das würde ganz anders ausgehen, als es jetzt auch so ausgegangen ist mit Ace tot und so weiter. So scheiße. Ome, Kaizoku-ou ni narite rashii na. Soda! Ore shitten da zo! Omae mo Kaizoku-ou ni nariten daro! Kaizoku-ou ni naru no wa ore da! Ja, das ist er. Jetzt sag ich, ich muss gegen ihn kämpfen. Oh. Im Gegensatz zu dir hat er es geschafft, Ace zu befreien, bevor ihr beide gestorben seid. Warum bist du nicht tot? Oyaji! Na, da bin ich aber sehr gespannt, was mich da so als Test erwartet. Bud Spencer Sound. Ah. Daimando Josu. Ace. Ich habe seinen Namen von dem Schwertkämpfer vergessen. Scheiße. Und... Edward Newgate. Mei. Mission Ziel. Besiege Whitebeard. Die Hölle. Besiege Whitebeard. Erste Anweisung. Unterstütze Raffi. Alles klar.
Wollen wir mal die Kampfvorbereitungen treffen. Okay. Was haben wir denn so im Angebot? Alles in Benutzung. Aber wir können den hier noch machen. Dann machen wir hier. Das wird langsam echt, wie soll ich sagen, schwer hier Pärchen zu bilden, ne? Außer man hat Namis Dingenskirchen. Hat sie denn sonst noch irgendetwas, was wir da verbrutzeln könnten? Ansonsten muss sie irgendwas nehmen, einfach nur just for fun. Weil sie hat ja so schon alles angelegt. Leucht einmal auf, okay. Was soll's, nehmen wir einfach mal den hier. Ja, bin ich mit zufrieden. Fähigkeiten auswählen. Okay. Freund auswählen, haben wir noch Raffi. Ich würde mal sagen, wir lassen es mal mit Raffi. Berry-Wachstum brauchen wir nicht. Und wir beginnen mit dem Kampf. Eieiei, Weitbeard besiegen. Und dann, ja. Wir Münzen alles normalerweise erhalten. Okay, benutze bei der Charakterauswahl den Charakter, der mit empfohlen markiert ist. Und du kannst nach der Episode womöglich noch mehr Münzen als normalerweise erhalten. Das ist sehr cool. Eieiei. Aha, die G5. Ah! Die G5 unterstützt uns. Das hier habe ich vor euch. So, schalte die Torwache aus und öffne die Tore. Dafür muss ich erst einmal wissen, wo ich hin muss. Aber ich muss hier erstmal, wie die einfach alle anfangen zu spawnen. Die kleinen Schweinchen. So, erstmal hier ein bisschen durchbrutzeln. Einmal auf Small geben. Okay, das ist schon mal die falsche Richtung. Aber ich möchte auch ein bisschen gucken, ob wir hier... Ich glaube, sie sind nicht auf unserer Seite. Noch irgendwelche Truhen finden. Nö, alles klar. Dann wollen wir mal in die Richtung gehen, in die wir gehen müssen. Mehr, ich putze dir jetzt über. So, eingenommen. Das ist sehr schön. Machen wir mal den Input. Und machen einmal... Luffy! Mist, ich habe den da hinten nicht erwischt. Ich hätte rennen sollen. Okay. Halt, ich wollte noch erst angreifen. Eieiei. Jetzt geht's los. Drolliges Kerlchen. Drollig. Gegen Marco. Alter, was ist hier nur los? Yes. Und noch einmal ein bisschen hier die Leute wegkauen.
Mit Mega Mops Sturm. Mal kurz hier. Machen wir nochmal den hier. Das muss jetzt erstmal hier ordentlich reinhauen. Einmal den Zyklon-Tampon und schalte Marco aus. Da. Erwischt! Haha! Erstmal auf Small geben. Ich wollte erst noch hier einsammeln. Weil das ist Geld und Nami lässt doch kein Geld liegen. Ah, da ist er ja. Der kleine Tausendsasser. Bats. Ich will mal vermuten, der hat gesessen. Komm, dich kriegen wir noch einmal damit. Autsch. Der macht gar nicht mal so wenig Schaden. Aber ich glaube, das war's jetzt gleich für ihn. Bats! Einmal das Münzchen einsammeln. Und Mission abgeschlossen. Sehr schön. Jetzt müsste ich doch erstmal meine... Genau, auffüllen. Sind hier. Okay. Ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. So viel dazu. Whitebeard-Piraten haben das Tor geöffnet. Ah, okay. Huch, Hilfe. Nicht aufgepasst. Wollen wir schnell durchrennen? Ah. Ich habe so das Gefühl, dass Ace auf uns wartet. Feuerwand. Hm, eine Feuerwand. Wie kommt die nur dahin? Hey, meins. Ah, Frankie, hi. Machen wir einmal den hier. Ich gehe gerade in genau die falsche Richtung. Muss ich feststellen, ich muss jetzt hier durch. Und einen gewaltigen Umweg in Kauf nehmen, weil sonst komme ich nicht nach Ace und kann ihn nicht töten. Again. Wobei er eigentlich schon tot ist. Er sollte eigentlich gar nicht mehr leben. Aber wollen wir mal nicht das irgendwie bestreiten oder so. Rückzug. War ich hier schon oder? Keine Ahnung. Da ist der Durchgang. Verstecken Schwierigkeiten. Das ist nicht gut. Wollen wir schnell zurück. Unserem El Capitan helfen. Achso, jetzt ist wieder alles okay. Hä? Manchmal verstehe ich das nicht. Wenn ich mal so ehrlich doof sein darf. 500 Kakaos. Einmal einheimsen. Naja, du sei mal ganz ruhig, du einarmiger Bandit. So, wollen wir ganz schnell hier hin. Einmal Hallo sagen. Hallo. Und uns hier durchschnetzeln. Den hauen wir erstmal aus dem Leben. Zeit und Tempo und mit Luffy! Bats! Das wollte ich erreichen. Und jetzt können wir erst einmal Ace vermöbeln. Glaube ich. Machen wir einfach mal ganz schnell, bevor es vorbei ist. Schuh.
Vista heißt er, genau. So wie Windows Vista, nur dass Windows Vista ziemlich scheiße ist. Fata Morgana. Hinter mir ist eine wunderbare Truhe, wie ich feststellen darf. Wir haben über 1000 Kills schon. Jetzt machen wir den noch einmal. Der Kommandant sieht so ein bisschen aus wie Scratchman Apo. Muss ich mal feststellen. Batz, erledigt. Autsch. Hua! Hua! Ein Schatz, das haben wir das. Ey, ey, Mann, lass doch mal Nami in Ruhe, du blöder Hund. So, Bats, nimm das. Jetzt kriegst du erstmal auf Small, mein Freund. Du kleiner Windows Vista. Vista zieht sich vorübergehend zurück, das ist mir egal, da kriegst du aufs Maul. So. Erstmal schön auf die Fresse. Jetzt werden wir erstmal den ganzen Platz hier einnehmen. Aber noch hier. Patz, 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 patz. Patz, 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 patz. Da ist der Basenkommandant. Sehr schön. Kriegt sofort erstmal aufs Maul. Bats! Elefantenpistole. Sehr schön. Machen wir einfach mal just for fun. Und der erinnert mich an hier Boogie und Woogie. Unsere Lieblingsriesen. Das ist erstmal unser. Jetzt müssen wir nach da oben. Oi, oi. Das müsstest du doch gewohnt sein. Ey, ist vorher versperrt den Weg. Hab ich schon gemerkt. Alter, was macht ihr hier? Verschwindet! Bats. Machen wir noch einmal. Die kommen auch teilweise auf uns zu, was sie dämlich sind. Bats. Einmal den. Noch einmal den hier machen. Den hauen wir auch noch um. So, dann hätten wir das jetzt auch abgeschlossen, also eingenommen. Hauptsache, es kommen weniger Idioten. Jetzt müssen wir da entlang. Und da oben rein, da wartet schon unser nächstes Enemy, unser Villain, unser Feind. Die wird schon ordentlich ausgeteilt. Was? Rafi flieht? Warum? Oh. Warum wurdest du besiegt? Scheiße. Ach, leck mich doch, ey. Wo und warum? Wieso? Hä? Magen ist leer, dein Kopf ist leer, Junge. Ja, wir setzen die Segel, Mann. Scheiße. Das ist doch jetzt echt blöd. Weißt du was? Wir kämpfen jetzt einfach mit Raffi. Ist mir jetzt wurscht. Ja, lass uns loslegen. Weil Raffi muss es durchhalten. Da habe ich jetzt keinen Bock, dass er jetzt jedes Mal krepiert. Das haben wir schon gesehen. Das überspringe ich einfach mal ganz flink. Ja, ja, Kuzo, du mich auch. Euer G.
Würde ich mal glatt vermuten, dass ich wahrscheinlich den Part cutten werde. Und falls ich das tun sollte, falls ich wirklich den Part cutten sollte, also die Aufnahme hier in zwei Parts cutten sollte, verabschiede ich mich jetzt. Und falls es doch jetzt schneller gehen sollte als gedacht, geht's einfach weiter und ignoriere das mal, ne?